Plug und gleich für euch am Start Adam Beyer. Wir übertragen ihn live bis 5 Uhr und dann schalten wir rüber zu Alter Ego Live. Euch viel Spaß dabei. We'll be right back.
Sunshine Life live von der Time Warp in Mannheim. Die Time Warp 14, Fight for your right to party ist hier das Motto. Und ihr hört gerade den Floor, ich muss selber mal gucken, Floor 1. Genau, und da geht's ab momentan mit Adam Beyer. Wir übertragen das Ganze live bis 5 Uhr, dann schalten wir rüber auf den Floor 2. Da gibt's dann eine Stunde lang Alter Ego live und in the Mix gleichzeitig. Und dann um 6 Uhr ist es soweit, eine Stunde lang übertragen wir für euch Sven Fate in the Mix. Und dann von 7 bis 8 Uhr Chris Liebing, der Altmeister persönlich. Denn wir übertragen die ganze Time Warp bis 8 Uhr hier auf Sunshine Live. Ich bin Falk, wünsche euch viel Spaß. Mehr Infos kriegt ihr unter www.sunshine-live.de oder schaut einfach mal auf meine Homepage vorbei, www.dj-falk.com. www.dj-falk.com. We'll be right back.
We'll be right back.
Das dann schon live auf der Time Warp 14 in Mannheim. Und ich habe den nächsten Act hier direkt neben mir sitzen. Wir müssen das Ganze jetzt erstmal auf Englisch führen, das ganze Interview, und später tue ich dann das Ganze für euch übersetzen. So, I just told the people, this is Sunshine Live, and I have the next guest with me. Who you are? I'm Cisco Ferreira, aka The Advent. You already played live here tonight? Yes, I did. It went very well. And did you expect a big crowd here? Well, yeah, because this is actually my first appearance at Time Warp, and you know, I know Time Warp in the past has been a good party for, you know, especially for techno music, and the artists they have is always good DJs, so I've always wanted to play here, you know what I mean? So I'm actually happy to be here, everything went well, so yeah, it was good to be part of it. Also er hat gerade gesagt, es ist das erste Mal für ihn, dass er heute überhaupt hier war auf der Time Warp, und er hat das schon so erwartet, weil er hat schon viel davon gehört und er hat sich richtig darauf gefreut und seine Show lief auch super. So what were you performing live? What kind of music were you playing? Some old, you know, some old Advent classics that the people recognize, and then eventually some new stuff. So it was a mixture of both, and you know, and it went well. The people kind of were getting into it. You know, it was good. It was a good response. Did you perform live with your instruments or did you play records? I played with my instruments, but really it's all done with the computer now. You know, I don't really take my drum machine, my keyboards, my samplers. Everything is done in the laptop. So, you know, it's, yeah, I mean, it was more or less the same, but just using new technology, you know, with obviously laptop. Also er hat nicht aufgelegt, sondern er hat richtig live performt. Aber er hat gesagt, das kommt ja mittlerweile alles aus dem Computer. Er hat schon alles soweit vorbereitet. Ja, und er hat jetzt ein paar Sachen seiner älteren, bekannten Sachen und auch neue Sachen mit unter reingemischt. What's the latest single you have right now? At the moment, what's out is a remix project called Recreations. It was released in 3 parts. The 3rd part's coming out like this month. And it's basically been a remix project of like all my past 14 releases on my label, Combination Research. And I've got like 25 mixes from like Umic, Marco Carolla, Regis, Space DJs, Damon Wild, Gaetano Parizio, Rino Cerone. I mean, everyone that's involved in techno is a part of this remix project. So this is out now, Recreations. Also Recreations ist ein momentanes Remix-Projekt. Da hat er so die ganzen Künstler, die ganzen Remixe mit draufgepackt. Und das gibt's momentan zu kaufen. Is it a CD or a vinyl collection? It's on CD as well. It's on CD and the vinyl is split into 3 releases, so you have 3 double packs and 1 main CD. Okay, also ihr könnt das Ganze entweder auf einer CD kaufen oder auf 3 verschiedenen Vinylscheiben zum Mixen. How many tracks are on the CD and is it the same number of tracks than on the vinyls altogether? Well, the first 2 vinyls, the first 2 releases is on the CD, but the 3rd one isn't on CD. The 3rd one is more like a special edition, you know what I mean, as it's the last one and stuff. But yeah, the CD has like 20 remixes on there, you know what I mean? Also auf der CD sind ungefähr 20 Remixe drauf und auf der Platte, da habt ihr natürlich einen kleinen Vorzug, denn auf dem ersten beiden Vinyl, da ist das gleiche drauf wie auf der CD, und auf der 3rd Vinyl, da sind verdammt viele geile neue Remixe drauf. Okay, where can the people see you live the next months or weeks? Well, if they go to my website, www.theadvent.com, they can see all my live, you know, performances where I'm playing. But I have a lot of dates in Germany, you know, all over the place. Also er ist ziemlich oft in Deutschland unterwegs und seine ganzen Gigs hat er natürlich jetzt nicht im Kopf, aber ihr könnt natürlich alles nachlesen auf seiner Webseite www.theadvent.com, da könnt ihr alles schön nachlesen. Is it in one word or with a minus between? There's a minus between the and the advent, so it's www.the-advent.com. Also www.the, also THE-advent.com, da könnt ihr alles schön nachlesen. So, what are you planning for the future? What releases or how many releases? The future, at the moment, I'm starting to release my EPs again, because I took a year off to do this remix project, so I haven't released any records on my label. So now there's like Combination 15, then there's 16, plus some other projects, like an electro album for Electrics, which is Billy Nasty's label, remixes for like Alex Fuse, Chris Liebing, I've done a track with Marco Carolla on Zenith. There's a lot of stuff coming out. Also die ganzen Namen, die er gerade eben genannt hat, mit den ganzen Jungs, da kommen jetzt einige Sachen auf seinem eigenen Label raus. What's the name of your label? Combination Research. Combination Research, so heißt sein Label, da kommen jetzt die ganzen Sachen raus, weil die hat er natürlich jetzt ein bisschen vernachlässigt durch die ganze Arbeit, die er gemacht hat für dieses Remix-Album. Okay, once again your website? www.the-advent.com. Okay, then lots of success for the future and good luck. Thank you very much. Cheers, bye.